Thank you.
Der Stream gut zu laufen, jetzt am Sonntag. Kann man mich gut hören? Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht aus dem Bett geholt.
Okay. Wenn Sie dann keine Fragen haben, können wir auch gleich loslegen. Werden wir sehen. Okay, sieht jetzt aber nicht so aus. Ja. Also, die Vorlesung am Mittwoch und am Donnerstag findet natürlich regulär statt. Dienstag muss ich jetzt hier dann vorziehen. Jetzt können Sie ja live dabei sein. Wann die Prüfung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die Anmeldefrist läuft bald aus, kann das sein? Muss jetzt mal nachgucken. Achten Sie bitte darauf, dass die Anmeldefrist für die Klausur nicht verpasst wird von Ihnen. Okay. Guten Morgen. Ja, das kann ich auch wirklich guten Morgen sagen. Alles gut. So, meine Damen und Herren, wir machen jetzt hier dann weiter, wo wir aufgehört hatten. Das ist die erste offizielle Vorlesung jetzt hier im neuen Jahr. Okay. Also neben jetzt hier dann der Portfoliotheorie, die wir hatten, das war ja nicht offiziell. Das ist die erste offizielle jetzt. So. Noch 5 Tage Anmeldefrist. Okay, dann werde ich das jetzt hier mal posten. Ja. Okay. Was ich zum Frühstück hatte, fragen Sie. Ja, wollen Sie lieber nicht wissen. So. Okay, gut, dann fangen wir mal an. Also, wenn ich jetzt keine Fragen sehe, auf Twitch kann ich jetzt hier die Fragen immer noch nicht sehen. Ich habe jetzt hier den neuen Rechner noch nicht eingerichtet. Das ist natürlich immer so ein bisschen zeitlich, ist es natürlich immer so eine Herausforderung. Ich muss das komplett dann installieren, neu konfigurieren und so. Das ist ein bisschen schwierig und ich möchte das jetzt nicht riskieren, ja, dass der Stream jetzt hier dann nicht dann stattfinden kann. Denn ich muss auch den Stream da einrichten darauf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht schaffe ich das. Das kommende Wochenende. Dann dürfte das eigentlich funktionieren. Also ich plane das jetzt hier dann fürs Wochenende zu machen. Es sind jetzt noch zu viele Termine, ja, die jetzt hier so ein bisschen dazwischen stehen. Okay, gut, meine Damen und Herren, dann geht's jetzt hier dann los mit der Vorlesung. Also Vorlesung 22. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem sogenannten zentralen Grenzwertsatz. Ja, der zentrale Grenzwertsatz, ich habe Ihnen den zentralen Grenzwertsatz schon so vor ein paar Wochen ein bisschen dann verdeutlicht. Okay. Also, wie sieht denn der aus? Was ist eigentlich jetzt im Endeffekt die Aussage des zentralen Grenzwertsatzes? Augenblick. Ja, jetzt sollten Sie es sehen. Sorry, vorhin hatten Sie es gar nicht gesehen. Die Folie. Also der zentrale Grenzwertsatz, meine Damen und Herren, ist letzten Endeffekt jetzt, oder bezieht sich jetzt hier dann darauf, wie jetzt hier die Verteilung einer Summe von Zufallsvariablen jetzt hier dann ist. Also die Verteilung einer Summe von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen. Identisch verteilt halt, dass sie dann alle dieselbe Verteilung haben. Also zum Beispiel sind alle binomial verteilt oder alle geometrisch verteilt mit den gleichen Parametern. Ja, das muss natürlich immer sein. Und sind unabhängig voneinander. Also die Verteilung einer Summe von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen strebt mit wachsender Anzahl der Summanden stets gegen die Normalverteilung. Ich hatte Ihnen das ja schon mal so ein bisschen verdeutlicht mit den Würfelspielen. Ich habe das jetzt hier nochmal so ein bisschen dann eingeblendet, wie jetzt hier dann der zentrale Grenzwertsatz jetzt hier dann zu sehen wäre. Ja, also ich werde das jetzt hier so ein bisschen dann quantifizieren und formalisieren, ja, dass man das jetzt hier dann auch formal hat und dann auch anwenden. Ja, also mehreren Beispielen, das werden Sie ja gleich nochmal sehen. Also, wie funktioniert denn das? Oder zumindest mal, was muss man sich jetzt hier darunter vorstellen? Ja, also letzten Endeffekt, die Wahrscheinlichkeitsverteilung jetzt hier bei einem Würfel sah jetzt hier dann so aus. Sie haben das Bild schon gesehen, deswegen kann ich das jetzt hier so ein bisschen schneller überspringen. Ja, bei zwei Würfel war dann das hier. Ne? Also bei einem Würfel war das jetzt hier dann so. Na, von 1 bis 6 sieht jetzt hier dann die gleiche Wahrscheinlichkeit. Und bei zwei Würfel ist die Verteilung der Augensumme wiederum dann jetzt hier dann nicht mehr gleich verteilt. Ne? Obwohl jetzt hier dann die einzelnen Summanden natürlich jetzt hier dann der Gleichverteilung folgen, sondern das sieht jetzt hier so ein bisschen dann wie diese Dreiecksverteilung dann aus. Ich hatte sie ja schon dann vorgestellt. Oder die Augensumme kann jetzt hier dann sein von 2 bis 12. Also wenn Sie mit zwei Würfeln werfen, na? Die kleinste Augensumme ist jetzt hier dann die 2. Die größte Augensumme ist jetzt hier dann die 12. Okay. So, meine Damen und Herren. Okay, dann bei drei Würfeln sieht das jetzt hier dann so aus. Und bei vier Würfeln sieht das jetzt hier dann so aus. Und ja,
Bei 15 Würfeln, ja. Nicht bei 4, sorry. Na, also so verhält sich das jetzt ja. Ne? Und die Moral von der Geschichte ist natürlich jetzt hier, je größer die Anzahl der Summanden ist, umso ähnlicher jetzt die Verteilung der Zehner der Normalverteilung. Das ist ja das, was man jetzt hier dann eigentlich auch sehen sollte. Und das war ja die Dichtefunktion der Normalverteilung. Insbesondere jetzt ist jetzt hier dann die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Man kann ja diese Verteilung jetzt hier dann alle standardisieren, ja. Und dann würde jetzt hier in dem Fall dann die Verteilung jetzt hier dann gegen die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung erstreben. Das ist jetzt hier dann das, was der zentrale Grenzwert quantifizieren. Okay, hier sehen Sie es eigentlich auch ganz deutlich. Ja? Also wie gesagt, ein Würfel, zwei Würfel, drei Würfel und so weiter und dann 15 Würfel. Ja? Und je größer die Anzahl der Summanden, umso ähnlicher ist die Verteilung der Normalverteilung. Das ist das, was der zentrale Grenzwertsatz sagt. Also, und das Schöne daran ist, dass jede Summe, meine Damen und Herren, jede Summe gegen die Normalverteilung strebt. Okay? Und das ist das, was wir jetzt hier dann uns dann anschauen werden heute. Das ist das Thema für heute. Okay? Ich werde jetzt hier so ein bisschen dann versuchen, jetzt hier dann noch die Parameter zu erfassen, die jetzt hier dann letzten Endeffekt jetzt hier eine Rolle spielen. Die Parameter der Normalverteilung sind jetzt hier dann Erwartungswert und Varianz. Okay? So, wenn jetzt hier dann die Zufallsvariablen IID sind, das bedeutet also, wenn sie alle denselben Erwartungswert haben und auch also dieselbe Verteilung haben, ja, also die haben alle die gleiche Verteilung, heißt das IID, ne, und sind unabhängig voneinander. Unabhängig und identisch, vielleicht erinnern Sie sich ja daran, ne, also diese Abkürzung IID, dann haben sie auch alle den gleichen Erwartungswert. Das heißt, ich kann jetzt hier dann zum Beispiel, wenn ich den Erwartungswert von dem ersten berechne, das ist jetzt hier dann ja genauso groß wie der Erwartungswert von dem zweiten und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt hier dann genauso groß wie von dem letzten, also eine Konstante. Nennen wir jetzt mal den Erwartungswert μ. Also stellen wir uns mal vor, Sie haben alle den gleichen Erwartungswert und der Erwartungswert ist jetzt hier dann μ. Das muss nicht unbedingt normal verteilt sein, meine Damen und Herren. Ja? Ich möchte jetzt hier so ein bisschen darauf hinweisen. Zum Beispiel bei den Würfeln, ne? Also wenn ich jetzt hier dann die Summe bilde, alle haben den Erwartungswert 3,5, ja? Wenn es jetzt hier dann die Gleichverteilung ist. Alle. Okay? Das ist das, was jetzt hier dann gesagt wird. Also alle haben denselben Erwartungswert im Prinzip. Und das ist auch klar, weil wenn Sie alle dieselbe Verteilung haben, dann müssen Sie auch dieselben erwarten. Okay? Und auch die Varianz, meine Damen und Herren, ist jetzt bei allen gleich. Das heißt, die Varianz von dem ersten ist genauso groß wie die Varianz von dem zweiten. Die Varianz jetzt dann von dem dritten und so weiter und die Varianz jetzt dann von dem letzten. Okay? Und das ist jetzt hier dann Sigma Quadrat. Alles klar? Das ist das, was ich jetzt hier in dem Fall dann an dieser Stelle jetzt hier dann sagen möchte. Ja, okay. Also Sie haben alle den gleichen Erwartungswert und Sie haben alle die gleiche Varianz, wenn Sie die gleiche Verteilung haben. Das sollte, glaube ich, klar sein. So, und dann schauen wir uns mal an, wie jetzt hier in dem Fall, was der Erwartungswert der Summe ist. Erwartungswert der Summe ist dann die Summe der Summe, also Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Das kennen Sie ja schon. Okay, das schreibe ich jetzt hier mal wie folgt dann auf. Ne? Also Erwartungswert der Summe von dieser Summe hier, wenn ich jetzt hier daraus bilde. Weil ich müsste ja wissen, wie die Summe dann verteilt ist, ja, am Ende. Und die wird ja normal verteilt sein, approximativ. Ja, das ist ja, glaube ich, klar. Da muss ich aber wissen, mit welchen Parametern. Und das ist das, was ich jetzt hier dann anschauen will. Das heißt, der Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Okay, das sehen Sie ja hier. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach den Erwartungswertoperator mit dem Summenoperator ersetzen. Das ist ja eigentlich das Prinzip. Ne? Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Okay, das steht ja hier, also Erwartungswert der Summe ist auf der linken Seite und hier Summe der Erwartungswerte auf der rechten Seite. Die Erwartungswerte sind alle μ. Das bedeutet μ plus μ plus μ plus a plus μ. Okay, wie oft? N mal. Das heißt, ich habe jetzt hier dann n mal μ. Das bedeutet also, der Erwartungswert der Summe wird dann sein n mal μ. Das merken wir uns bitte. Ja, okay. Also das ist das, was wir jetzt hier dann nochmal brauchen werden. Ja? N mal μ ist jetzt hier dann der Erwartungswert der Summe. So. Ja, merken Sie sich das bitte kurz. Und dann schaue ich mir jetzt hier nochmal an, was die Varianz der Summe sein wird. Die Varianz der Summe ist nicht die Summe der Varianzen, sondern die Varianz der Summe, vielleicht haben Sie sich das nochmal gemerkt, ist die Summe der Einträge aus der Varianz-Kovarianz-Matrix. Hier ist es aber so, dass die Zufallsvariablen alle unabhängig sind. Wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind, dann sind, meine Damen und Herren, die Kovarianzen alle 0. Und wenn die Kovarianzen alle 0 sind, dann fallen sie alle raus. Das heißt, dann bleiben jetzt hier noch die Varianzen übrig. Das bedeutet also, dann in dem Fall wird jetzt hier dann auch die Varianz der Summe die Summe der Varianzen sein. Sie merken ja gerade, ich benutze jetzt hier dann diese ganzen Sätze, die wir jetzt hier dann auch uns dazu jetzt hier dann aufgeschrieben haben. Also was ich jetzt hier dann brauchen werde, werden jetzt hier dann sein Lineartransformationen und Varianz von, Erwartungswert und Varianz von Summen. Ja, das sind jetzt hier dann die Sätze, die ich jetzt hier dann brauchen werde.
Aber zum Glück fliegen jetzt hier dann die Kovarianzen jetzt hier heraus. Ich brauche die jetzt nicht. Also, Varianz der Summe ist die Summe der Varianzen. Das sehen Sie ja hier. Okay, und die Varianzen sind jetzt hier dann alle Sigma-Quadrat, also sind alle gleich, ja, weil sie jetzt hier dann die Zufallsvariablen die gleiche Verteilung haben. Das heißt, ich habe 10er Sigma-Quadrat plus Sigma-Quadrat plus Sigma-Quadrat plus, plus Sigma-Quadrat. Also insgesamt jetzt hier in dem Fall dann n mal Sigma-Quadrat. Ja, also merken wir uns bitte, dass die Varianz der Summe n mal Sigma-Quadrat ist. Ich habe das jetzt hier nochmal zusammengefasst. Okay, also hier Erwartungswert der Summe ist dann n mal μ und die Varianz der Summe wird dann n mal Sigma-Quadrat sein. Okay. So, hier fragt mich jemand, ob jetzt hier das Video 19 jetzt hier dann wieder gesperrt wurde. Ja, das wurde leider wieder gesperrt. Ja. Die lassen mich das jetzt hier nicht hochladen. Das geht nicht mehr. Ja, die künstliche Intelligenz versagt da. Ich werde das jetzt hier auf BitChute hochladen. Ja, das bleibt nichts anderes übrig. Ja. Okay, so, dann. Ja, also nur, dass Sie das dann wissen. Ich meine, ich habe das jetzt hier bei Telegram schon zur Verfügung gestellt, aber dann müssen Sie das herunterladen, ja. Das ist ja ein bisschen blöd. So, jetzt passen Sie auf. Ich fasse das jetzt hier noch mal kurz zusammen jetzt mit der Normalverteilung. Stellen wir uns mal vor, diese Zufallsvariablen hier, x1 bis xn, sind alle normal verteilt mit dem gleichen Erwartungswert und mit der gleichen Varianz. Der Erwartungswert soll jetzt hier dann μ sein und die Varianz soll der Sigma-Quadrat sein. Und wenn ich jetzt hier dann Zufallsvariablen habe, die normal verteilt sind, dann, das haben Sie auch gelernt, dann sind auch, oder dann ist auch die Summe der Zufallsvariablen normal verteilt. Okay. Und dann ist die Frage, mit welchem Erwartungswert und mit welcher Varianz. Weil ich werde das jetzt hier nämlich gleich dann standardisieren. Nun, der Erwartungswert der Summe wird dann sein, n mal μ, das wir ausgerechnet hatten. Und die Varianz der Summe wird dann sein, n mal Sigma Quadrat. Na? Das heißt, wenn ich jetzt in dem Fall mit dem Erwartungswert n mal μ dann standardisiere, dann ziehe ich jetzt hier dann von der Summe n mal μ ab. Und dann teile ich dann durch die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ja die Wurzel aus der Varianz. Die Varianz war n mal Sigma Quadrat. Also wird dann die Wurzel daraus sein, Wurzel aus n mal Sigma oder Wurzel aus n mal Sigma Quadrat, wenn ich jetzt hier das dann unter der Wurzel habe. Also Wurzel aus n mal Sigma wird jetzt hier in dem Fall das dann die Standardabweichung sein. Wurzel aus n ist jetzt hier noch unter der Wurzel noch mit dabei. Ja? Also Wurzel aus n mal Sigma wird jetzt hier dann die Standardabweichung der Summe dann sein. Und n mal μ ist jetzt hier dann der Erwartungswert der Summe. Und wenn ich jetzt hier dann damit standardisiere, also mit dem Erwartungswert standardisiere, ne, und hier dann durch die Standardabweichung teile, dann wird dieses Ding der Standardnormalverteilung folgen. Okay? Das ist jetzt in jedem Fall so. Ne? Okay? Ich habe jetzt hier noch gar nicht den zentralen Grenzwertsatz drin. Ich habe jetzt hier nur die Verteilung einer Summe jetzt hier dann drin aus normalverteilten Zufallsvariablen. Und die Verteilung einer Summe ist natürlich immer normal verteilt. Okay, da muss ich jetzt hier nur dem wissen, was der Erwartungswert der Summe ist, was die Varianz der Summe ist, und kann ich das jetzt hier dann benutzen, um damit zu standardisieren. Wenn ich jetzt hier dann damit Wahrscheinlichkeiten ausrechnen will, ja, dass zum Beispiel jetzt hier dann die Summe jetzt hier dann höchstens den Wert k annimmt, dann kann ich jetzt hier dann mit dieser Überlegung jetzt hier dann, ja, die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung so verwenden, dass ich jetzt hier das Argument dann auch standardisiere, mit anderen Worten. Ne? Also jetzt hier in dem Fall k mal n mal μ geteilt durch Wurzel aus n mal Sigma. Die Wurzel endet jetzt hier bei n. Also Sigma ist jetzt hier nicht mehr drunter. Ne? Weil die Varianz ja n mal Sigma Quadrat ist und daraus die Wurzel ist ja Wurzel aus in Klammern n mal Sigma Quadrat, Klammer zu. Und wenn ich jetzt hier daraus die Wurzel ziehe, habe ich jetzt hier dann einfach Wurzel aus n mal Sigma. Ne? Dann Wurzel aus Sigma Quadrat ist ja Sigma Quadrat. Okay. Deswegen also unter dem Sigma ist jetzt hier dann die Wurzel nicht dabei. Ich hoffe, dass man das jetzt hier so ein bisschen dann erkennen kann. Okay. Das ist die Formel, mit der ich jetzt hier dann direkt anarbeiten kann, wenn ich jetzt hier dann normal verteilte Zufallsvariablen habe. Okay. So. Und mit Hilfe dieser Überlegung formuliere ich jetzt hier den zentralen Grenzwertsatz. Und zwar so, dass ich jetzt hier dann nicht mehr die Annahme habe, dass die Zufallsvariablen normal verteilt sind, sondern dass sie jetzt hier dann immer nur der gleichen Verteilung folgen und unabhängig voneinander sind. Ja, also das heißt, dass sie jetzt hier dann nicht normal verteilt sind, sondern IID sind. Okay? Wenn nämlich die Zufallsvariablen IID sind, dann gilt diese letzte im Endeffekt die Verteilung zwar jetzt nicht ganz, aber ungefähr. Und das ist das, was der zentrale Grenzwertsatz dann sagt. Okay? Das werde ich jetzt hier dann gleich nochmal benutzen. Aber wie gesagt, die Formel, vielleicht können wir uns das hier mal merken. Und dann wird jetzt hier dann diese Summe hier nicht standardnormal verteilt sein, wenn die Zufallsvariablen IID sind, also nicht normal verteilt sind, sondern jetzt einfach nur IID, sondern nur ungefähr.
Okay, das werde ich jetzt hier nochmal formulieren. Und so wird es jetzt hier dann letzten Endeffekt jetzt der zentrale Grenzwertsatz dann lauten. Okay? Also die Formel, die hier steht, ne, mit der werde ich jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeiten in etwa approximieren können. Ja, das wird jetzt hier das dann auch nochmal sein. Ja, das heißt, hier steht ja im Prinzip, dass dann der Grenzwert davon, das hier sein wird, wenn das Ding jetzt hier in dem Fall, wenn die Zufallsvariablen nicht normal verteilt sind. Ich zeige Ihnen das mal gleich. Okay? Und das ist das, was der zentrale Grenzwertsatz dann sagt. Also, der zentrale Grenzwertsatz sagt Folgendes. Wenn die Zufallsvariablen IID sind, heißt also, die sind unabhängig und folgen jeweils derselben Verteilung. Zum Beispiel, die folgen alle der Binomialverteilung oder die folgen alle der geometrischen Verteilung oder die folgen alle der Exponentialverteilung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Oder die folgen alle der Gleichverteilung, spielt auch keine Rolle. Also das heißt, dass sie jetzt hier dann im Fall alle derselben Verteilung folgen, mit Erwartungswert μ und Varianz Sigma Quadrat, alle. Okay, das heißt, ich habe das jetzt hier so mal aufgeschrieben, wie ähnlich wie bei der Normalverteilung, wenn jetzt hier dann steht μ und Sigma Quadrat. Na, das bedeutet also, dass der Erwartungswert von denen allen jeweils gleich μ ist und die Varianz von denen allen jeweils gleich Sigma Quadrat ist. Dann ist die Verteilung der Summe wie folgt, gucken Sie mal. Und zwar die Verteilung der Summe, die ich jetzt hier dann nehme. Ich standardisiere jetzt hier mal die Zufallsgröße, die Summe hier. Der Erwartungswert der Summe war n mal μ. Also ziehe ich jetzt hier davon n mal μ ab. Okay. Und teile das dann durch die Standardabweichung der Summe. Und die Standardabweichung der Summe war Wurzel aus n mal Sigma. Und dieses Ding hier ist zwar jetzt nicht ganz normal verteilt, aber fast, sagen wir mal so. Ja. Oder ich sage jetzt mal so, mit wachsender Anzahl der Summanden, okay, konvergiert das Ding gegen die Standardnormalverteilung. Oder schreibt man jetzt hier dann so mit so einem Pfeil und dann drunter schreibt man jetzt hier so ein D. Und das ist die Schreibweise dafür für Konvergenz in Verteilung. Was heißt eigentlich, dass das jetzt im Prinzip jetzt hier dann gegen die Normalverteilung konvergiert oder gegen die Standardnormalverteilung konvergiert? Das heißt im Konkreten genau das hier, dass der Grenzwert dieser Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann das hier ist. Ne? Der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle k minus n mal μ geteilt durch Wurzel aus n mal Sigma. Das steht auch im Übrigen im Skript so drin. Ja, das steht jetzt hier nur nicht, dass das jetzt der Grenzwert ist. Das sage ich jetzt hier dann letzten Endeffekt hier mit dazu, weil sich jetzt hier dann dabei um den zentralen Grenzwertsatz handelt. Sondern im Skript steht drin, dass das hier diese Wahrscheinlichkeit nur ungefähr jetzt hier dann dem entspricht, was jetzt hier dann zu sehen ist. Okay, also ungefähr, ja, wenn man so will. Ja, aber das ist ja eigentlich im Prinzip dasselbe, wenn man so will, für die Anwendung her. Also für die Anwendung spielt das überhaupt keine Rolle. Okay? Diese Symbolik hier, das müssen Sie nicht kennen für die Klausur. Ich habe das jetzt hier trotzdem mit eingefügt, weil ich jetzt hier das dann hier im Prinzip dann konkretisieren kann. Konvergenz in Verteilung. Konvergenz in Verteilung bedeutet, dass die Verteilungsfunktion jetzt hiervon gegen die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung konvergiert. Okay? Da schreibt man jetzt hier dann so D für Distribution. Okay, deswegen steht jetzt hier dann ein D. Okay, also Konvergenz in Verteilung heißt das. Es wäre jetzt aber kein Problem, wenn man das jetzt hier dann weglassen würde. Einfach nur so einen Fall machen würde. Das Ding, wenn jetzt hier dann n gegen unendlich geht, ja, das Ding, dass das jetzt im Prinzip gegen die Standardnormalverteilung steht. Ich zeige Ihnen mal gleich, was das jetzt hier für die Anwendung dann heißt. Dann sehen Sie ja, es ist im konkreten Fall. Ja? Okay, für die Anwendung bedeutet das ja im Prinzip, dass man jetzt hier dann eigentlich nur Folgendes machen kann. Und zwar, man nimmt jetzt hier einfach diesen Grenzwert und sagt, okay, in der Anwendung, weil ich habe sowieso nie unendlich viele Summanden in der Praxis. Nie. Okay. Dann sage ich, okay, wenn ich jetzt hier das dann nicht unendlich viele habe, dann sage ich immer wenigstens, wenn ich jetzt hier dann eine relativ große Anzahl von Summanden habe. Wenn ich jetzt hier eine relativ große Anzahl von Summanden habe, dann gilt diese Wahrscheinlichkeit jetzt hier ungefähr. Hier sehen Sie es. Ja? Also diese Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so groß wie das hier. Ja? Also hier, wie gesagt, statt dem Grenzwert. Das ist das, wie ich das jetzt hier dann anwenden werde. Und das fasse ich jetzt hier nochmal kurz zusammen. Ja, also das heißt, wegen dem zentralen Grenzwertsatz gilt für großes n. Also wenn n letztlich im Endeffekt ja groß ist, also wenn man jetzt hier eine große Anzahl von Summanden hat, dass die Wahrscheinlichkeit hier im Prinzip jetzt hier dann mit der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung jetzt hier dann ausgerechnet werden kann. Ich zeige Ihnen mal gleich ein konkretes Beispiel, dann werden Sie das jetzt hier dann endlich nachvollziehen. Okay? Jetzt ist die Frage hier, was heißt jetzt hier großes M? Ja? Das ist schwierig zu beantworten. Okay, also ich sage jetzt mal ab 30. Ja? Okay, und ich meine jetzt 30 Stück, verstehen Sie? Ja? Also 30 Stück. Ja? Okay. Kann man schon da letzten Endeffekt ganz gut mit der Normalverteilung dann approximieren. Okay, warum 30? Keine Ahnung. Ja? Weiß nicht. Ja.
Können Sie sich jetzt mal selbst denken. Ja. Okay. Also, okay, für die Anwendung, wie gesagt, das werden Sie dann jetzt im Endeffekt dann immer so ein bisschen dann erkennen müssen, wenn man das jetzt hier dann approximativ berechnen soll. Hier steht nochmal so die Deklaration, was die Zufallsvariablen sind. Die Zufallsvariablen sind jetzt hier dann IID, also unabhängig und unendlich verteilt, jeweils mit demselben Erwartungswert und mit derselben Varianz. Und die Summe, die jetzt hier dann steht, ja gut, das ist jetzt hier dann die Summe, die Sie jetzt hier dann sehen. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich das jetzt hier dann anwenden? Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, dann werden Sie es verstehen. Ja, also stellen Sie sich jetzt hier dann zum Beispiel Folgendes vor: Bei einer Haftpflichtversicherung ist es dann so, dass man jetzt hier dann erwarteten Vermögensschaden hat bei jedem einzelnen Versicherungsnehmer. Also jeder Versicherungsnehmer hat einen erwarteten Vermögensschaden. Also Haftpflicht zum Beispiel Kfz-Haftpflicht, ne? Also für die. Für also letzten Endeffekt für Kraftfahrzeugversicherung, ja, dass Sie dann abschließen müssen, wenn Sie Auto fahren wollen, ja, damit die Schäden, die Sie jetzt hier dann anderen hinzufügen, dann auch gedeckt werden können. Okay. Also wir haben jetzt hier dann einen erwarteten Vermögensschaden, meine Damen und Herren. Und also jetzt im Endeffekt jedes Versicherungsnehmers pro Jahr. Und mal angenommen, dieser Wert ist jetzt hier dann 500. Ja, okay. Also das bedeutet also im Prinzip jetzt hier, im Durchschnitt soll jetzt hier jeder sozusagen ja, 500 Euro für die Versicherung dann erwartungsgemäß kosten, jeder Versicherungsnehmer. Ja, das verteilt sich natürlich jetzt hier dann auf die einzelnen Versicherungsnehmer. Ich meine, wenn Sie jetzt hier mal einen Unfall bauen, dann sind natürlich die Kosten wesentlich höher, ja. Aber Sie bauen ja nicht jedes Jahr einen Unfall, denke ich mal, ja. Okay, deswegen heißt es jetzt hier dann erwarteter Vermögensschaden. Okay. Und dann gibt es jetzt hier auch eine Standardabweichung, ja, das heißt, dieser Wert schwankt natürlich im Prinzip, okay, und mal angenommen, der schwankt jetzt hier dann um 100 Euro pro Jahr, ja, also das heißt, wir haben jetzt hier dann 500 plus minus 100 Euro, das sind jetzt hier dann so die Bereiche, ja, wo jetzt hier dann sich die meisten befinden werden, okay, wie gesagt, erwarteter Vermögensschaden. Na gut, ich meine, wenn Sie, wie gesagt, jetzt hier einen richtigen Unfall haben, ja, mit Totalschaden und so, da sind natürlich die Schäden meistens größer. Aber Sie haben ja nicht jedes Jahr einen Unfall. Ja? Okay, hoffe ich ja zumindest. Okay. So, und mal angenommen, die Versicherung hat jetzt hier dann 10.000 Versicherungsnehmer in einer bestimmten Kategorie, ja? Wo jetzt hier dann in der Kategorie, also jetzt bei der Haftpflicht, jetzt hier dann jeder einzelne Versicherungsnehmer einen erwarteten Versicherungsschaden oder Vermögensschaden jetzt hier dann von 500 Euro hat, mit einer Standardabweichung von 100 Euro. Okay, so. Und jetzt wollen Sie zum Beispiel jetzt hier dann, na, also mal angenommen, die Vermögensschäden sind jetzt hier dann unabhängig voneinander. Okay, diese Annahme brauche ich. Und jetzt mal angenommen, ich möchte jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass der Vermögensschaden aller Versicherungsnehmer höchstens zum Beispiel 5,01 Millionen beträgt pro Jahr. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherung pro Jahr letzten Endeffekt mit einer ja, gedeckten Summe von 5,01 Millionen auskommen wird? Und diese Wahrscheinlichkeit berechnen wir jetzt approximativ. Vor ein paar Wochen haben mich die Leute gefragt, ob man jetzt hier dann die Normalverteilung erkennen muss, meine Klausuraufgabe. Und hier in dieser Aufgabe müssen Sie es erkennen, ja, dass das Ding jetzt im Endeffekt gegen die Normal, also im Endeffekt jetzt hier dann die Normalverteilung benutzen müssen. Warum? Weil der Vermögensschaden aller Versicherungsnehmer sich aus der Summe der einzelnen Vermögensschäden zusammensetzt, meine Damen und Herren. Und die Verteilung einer Summe strebt immer gegen die Normalverteilung. Das bedeutet also, wenn ich jetzt diese Wahrscheinlichkeit dann ausrechnen will, okay, natürlich nur approximativ, dann brauche ich den zentralen Grenzwertsatz. Und in so einem Kontext müssen Sie dann die Normalverteilung erkennen. Okay, das ist das, was ich jetzt hier an dieser Stelle dann Ihnen dann mitteilen möchte. Also in so einem Fall, wenn das jetzt hier dann so eine Klausuraufgabe wäre, hier steht nirgendwo, dass das Ding jetzt im Endeffekt, also dass die Summe jetzt hier im Endeffekt jetzt hier dann gegen die Normalverteilung dann strebt. Das müssen Sie dann, meine Damen und Herren, eben erkennen. Okay? Und das erkennen Sie anhand des zentralen Grenzwertsatzes. Also geht es hier immer um die Verteilung einer Summe. Okay? Und das wollen wir jetzt immer ausrechnen. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherung jetzt hier mit einer Summe von 5,01 Millionen dann pro Jahr, jetzt also in einem Jahr, auskommen wird, wenn das jetzt hier dann mal angenommen die Daten dann sind. Und das kann ich jetzt hier dann mit dem zentralen Grenzwertsatz jetzt hier dann machen. So. Ich habe jetzt hier einfach mal so die unwichtigen Sachen jetzt hier einfach mal weggelassen bei der Notiz. Ne? Also erwarteter Vermögensschaden von jedem Einzelnen sind 500 Euro, Standardabweichung von jedem Einzelnen sind 100 Euro und es gibt jetzt hier dann 10.000 Versicherungsnehmer. Und die Versicherung hat mal angenommen 5,01 Millionen bereitgestellt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reicht?
Um das jetzt hier dann zu formalisieren, ja, das müssen Sie jetzt eigentlich auch nicht tun, aber ich mache es jetzt hier dann trotzdem. Ja, sage ich jetzt mal kurz, was jetzt hier dann was. Also XI soll jetzt hier dann sein, der Versicherungsschaden oder Vermögensschaden, sorry, des Versicherungsnehmers I. Okay. Also X1 ist jetzt hier dann der Vermögensschaden des Versicherungsnehmers 1. X2 ist der Vermögensschaden des Versicherungsnehmers 2 und so weiter und so weiter. Wir haben ja 10.000. Nicht wahr? Das bedeutet also N, ja, was jetzt hier dann in der Formel dann N war, wird jetzt hier dann 10.000 sein. Okay? Und also der Erwartungswert und die Varianz, das kann ich jetzt hier dann aus diesen Daten dann entnehmen. Also der Erwartungswert wird jetzt hier dann 500 sein und die Varianz ist jetzt hier dann 100 zum Quadrat. Ja, wie gesagt, betrachten Sie, die Varianz ist nicht 100, sondern 100 zum Quadrat, weil die Standardabweichung 100 ist. Okay? So. Und ja, also wie gesagt, was ist jetzt das hier nochmal? Also das war ja hier dann μ und das ist jetzt hier dann Sigma Quadrat. Also ich habe jetzt hier das dann nochmal hingeschrieben, damit Sie das jetzt aus der Formel dann erkennen, ja, was ist jetzt hier dann was? Also weil, wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich mal die Formel plotten, dann müssen Sie es einfach nur einsetzen. Okay? Ich habe jetzt hier dann die Summe von i gleich 1 bis 10.000. Das hier, was Sie jetzt hier dann sehen, also über xi, also die Summe von xi von i gleich 1 bis 10.000, ist jetzt hier dann nichts anderes als der Vermögensschaden aller Versicherungsnehmer zusammengenommen. Okay, also das ist der Vermögensschaden aller Versicherungsnehmer zusammengenommen. Okay, also von allen 10.000. Und das ist ja das, was jetzt hier dann die Versicherung insgesamt an die Leute dann zahlen muss. Und diese Summe folgt wegen dem zentralen Grenzwertsatz der Normalverteilung. Okay, das heißt, diese Summe hier wird dann ungefähr normal verteilt sein. Wenn ich jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchte, ich zeige Ihnen mal gleich, ja? Also ich habe jetzt das hier mal so ein bisschen dann zusammengeschrieben. Sie sehen ja eigentlich auch schon, was ich jetzt hier dann einsetzen muss dafür. Also n, 10.000, μ ist jetzt hier dann 500 und Sigma Quadrat ist jetzt hier dann 100 zum Quadrat. Das ist alles schon. Also das sind jetzt hier dann nur die drei Sachen, die ich jetzt hier dann brauche für die Formel. Ich werde jetzt hier mal gleich mal die in der Formel plotten. Ich suche nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Summe hier höchstens den Wert 5,01 Millionen annimmt. Ja. M steht jetzt hier dann bei mir für Millionen. Okay, ich hoffe, dass Sie mir das jetzt hier dann nachsehen, weil ich hatte jetzt hier dann keinen Platz, jetzt hier auf der Folie nochmal 6 Nullen hinzuschreiben. Oder ich wollte das jetzt hier nicht machen. Ja. Okay. Also hier suchen Sie ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe hier höchstens den Wert von 5,01 Millionen dann annimmt. Okay. Und dafür können Sie wegen dem zentralen Grenzwertsatz die Formel hier nehmen. Das sehen Sie hier unten. Ja. Die Formel kann ich jetzt hier dann benutzen. Das werde ich jetzt hier dann auch tun. Also K sind jetzt hier dann meine 5,01 Millionen. Mü ist jetzt hier in dem Fall dann meine 500. Sigma Quadrat ist 100 zum Quadrat. Also Sigma ist jetzt hier dann 100. Und N ist jetzt hier dann 10.000. Wenn ich das jetzt hier dann weiß, kann ich jetzt hier dann diese Sachen hier in die Formel, ne, was ich jetzt hier dann nochmal gelb hier geplottet habe, kann ich jetzt hier nochmal einsetzen. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit wird jetzt hier dann ungefähr so groß sein wie der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Okay? Und das war's schon. Ja, also das ist ja eigentlich im Prinzip dann alles. Ja, und dafür brauchen Sie nur K, Sie brauchen nur N, Sie brauchen nur μ und Sie brauchen nur Sigma und das war's. K sind jetzt hier dann die Werte, die Sie jetzt hier dann einsetzen würden. Also 5,01 Millionen sind das. Okay? N sind jetzt hier dann 10.000, μ ist jetzt hier dann 500 und Sigma ist jetzt hier dann 100 und das war's. Okay, das heißt, dann setze ich jetzt hier den ganzen Krempel dann ein. Okay. Immer wenn Sie, wenn wir die, also hier fragen wir mal jemand, wenn wir die Formel für den zentralen Grenzwertsatz verwenden können, ist sie normal verteilt, die Summe ja. Okay. Denn der zentrale Grenzwertsatz sagt ja, dass die Prinzip die Summe gegen die Normalverteilung strebt. Also ist die Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt hier dann berechnen will, in etwa so groß wie jetzt hier dann der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an dieser Stelle. Ja, wenn man jetzt hier nämlich diese Summe hier, die hier, standardisieren würde. Ja, und dann setzt man das jetzt hier dann gleich ein, kann ich jetzt hier das alles überspringen. Also 5,01 Millionen für K. Dann habe ich jetzt hier dann minus n mal, also n mal μ, ne, 10.000 mal 500. Okay. Und dann geteilt durch jetzt hier dann Wurzel aus 10.000 mal 100. Ja, okay, also die 10.000 ist jetzt hier noch unter der Wurzel da, die 100 nicht. Okay. 100 ist jetzt hier dann das Sigma. Dann sehen Sie ja letztendlich im Endeffekt die Analogie. Dann rechnen Sie jetzt hier dann diesen ganzen Krempel dann aus. Also Sie rechnen jetzt erstmal aus, was jetzt hier dann herauskommt. Da kommt jetzt hier dann 1 raus. Okay, also hier, wenn Sie das jetzt hier dann machen. Okay, 5,01 Millionen sind 5,01 mal 10 hoch 6. Ja, also Millionen. Ja. M steht für Millionen, meine Damen und Herren. Ja. Okay, wie gesagt, ich war jetzt nicht zu faul, das jetzt hier dann aufzuschreiben. Und der Wert der Verteilungsfunktion der Stelle nach,
dass ich jetzt hier in dem Fall, na, also, na, in der, na, also in der Tabelle C halt, wie Sie wissen. Okay. Da fragt jetzt jemand, was bedeutet die leere Menge? Ja, ich habe jetzt hier nicht die leere Menge nicht benutzt. Ne? Okay. Sie meinen wahrscheinlich jetzt hier dann Phi. Ja? Phi ist der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung. Okay, also hier, ich suche jetzt hier den Wert der Verteilungsfunktion der Standardnummerverteilung an der Stelle 1. Sie werden Sie gleich nochmal sehen, was es bedeutet. Okay, Tabelle C, meine Damen und Herren, ne? Kennen Sie ja schon. Okay, also Tabelle C sieht hier dann so aus. Schlagen Sie das jetzt hier mal beim Skript jetzt hier dann auf. Okay, dann gehen Sie jetzt hier dann bitte in die Zeile, wo dann 1,0 steht und dann gehen Sie bitte in jene Spalte, wo 0,00 steht. Denn 1,0 plus 0,00 ergibt ja genau 1. Okay, und da finden Sie jetzt hier dann den Wert, meine Damen und Herren, den Sie jetzt hier dann sehen, 0,8413. Und das ist jetzt hier dann der Wert, den ich brauche. Und das wird jetzt hier dann auch die Wahrscheinlichkeit sein, dass letzten Endeffekt diese 5,01 Millionen für die Versicherung dann reichen, um jetzt hier dann die Schaden oder die Schäden jetzt hier dann zu tilgen, ja, für die einzelnen Leute. Das war schon aus der haftpflichtversicherung Sicherung. Ja. Okay, also 0,8413 ist dann hier dann der Wert und dann war es das. Ja, das war die Aufgabe. Okay. Also das wäre so eine typische Klausuraufgabe, sage ich mal. Ja? Da müssten Sie den zentralen, also Sie müssten ja im Prinzip jetzt hier in diesem Fall die Normalverteilung erkennen. Und woran erkennen Sie es? Sie erkennen das jetzt hier anhand des zentralen Grenzwertsatzes, beziehungsweise daran, was der zentrale Grenzwertsatz sagt. Ja, der zentrale Grenzwertsatz sagt, dass die Summe von unabhängigen und jeweils identisch verteilten Zufallsvariablen immer in Verteilung gegen die Normalverteilung strebt. Okay? So. Das wäre jetzt hier so eine Typ 1-Aufgabe jetzt hier dann dazu. Jetzt passen Sie auf. Es gibt jetzt hier dann Aufgaben, die sich jetzt hier dann nicht auf die Summen beziehen, sondern auf die Mittelwerte. Meine Damen und Herren, der Mittelwert ist auch eine Summe. Okay, also im Prinzip gilt jetzt hier dann auch der zentrale Grenzwertsatz auch für Mittelwerte. Das werde ich jetzt hier nochmal kurz dann anschauen. Ja, also hier das arithmetische Mittel. Ich werde jetzt hier nochmal kurz den Erwartungswert und die Varianz des arithmetischen Mittels ausrechnen. Das hatte ich jetzt hier schon gemacht, deswegen mache ich das jetzt hier ein bisschen schneller. Okay, also der Erwartungswert und die Varianz des arithmetischen Mittels hatte ich schon mal ausgerechnet, deswegen jetzt hier dann nochmal, also das ist jetzt hier eine kleine Wiederholung davon. Aber wie gesagt, ja, das müssen Sie jetzt hier, also das hatten wir schon gemacht, deswegen möchte ich es jetzt hier mal ein bisschen schneller gemacht haben. Ja? Also Erwartungswert jetzt hier dann des arithmetischen Mittels ist, meine Damen und Herren, einfach jetzt hier dann der Erwartungswert von diesem Ausdruck hier. Jetzt fragt mich jemand, nimmt man den zentralen Grenzwertsatz dann, wenn man ein n gegeben hat? Ja gut, also n ist jetzt immer gegeben, also die Anzahl der Summanden muss natürlich auch bekannt sein. Ja. In der Praxis habe ich natürlich immer eine endliche Anzahl von Summanden. Okay. Ja, also wie gesagt, ne, n muss ja bekannt sein. Ich weiß nicht, ob ich die Frage dann richtig verstehe. Okay, wie gesagt, wenn wir jetzt mal auch einen anderen Zusammenhang jetzt hier nochmal erkennen, ja, warten Sie mal. Also, Erwartungswert jetzt hier dann von dem arithmetischen Mittel. Passen Sie auf. Ja. Und hier habe ich eine Lineartransformation drin. Sie merken ja gerade, ich benutze jetzt eigentlich immer die gleichen Sätze. Ja. Also Erwartungswert eine Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswerts. Okay. Sie erinnern sich a plus b mal x. Davon der Erwartungswert ist a plus b mal der Erwartungswert von x. Okay. Und ich habe jetzt hier einfach eine Konstante. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier dann eine Konstante habe, die jetzt hier dann multiplikativ mit einer Zufallsvariable verknüpft ist, dann kann ich jetzt hier einfach diese Konstante vor dem Erwartungswertoperator stellen. Okay. Und dann habe ich jetzt hier den Erwartungswert von dem Rest. Passen Sie auf. Und der Erwartungswert von dem Rest ist der Erwartungswert der Summe. Okay, ja, alles klar, ja, also Erwartungswert der Summe. Da sagen Sie, das ist, ja, vielleicht habe ich mich verrechnet, ja, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ja, passen Sie auf, ja, vielleicht ist das, was Sie jetzt hier dann sehen, hier falsch. Ja? Also 5,01 Millionen, ich rechne es mal gleich nochmal nach mit dem Taschenrechner, kann sein, dass ich mich vertippt habe und dann... Gucken wir mal, ob das jetzt hier dann stimmt. Also, weil sie schreibt jetzt jemand im Chat, dass das jetzt hier vielleicht da gar nicht stimmt. Ja, ich gucke mal gleich. Also 5,01 mal 10 hoch 6. Okay. Wie gesagt, ich gebe das jetzt einfach mal ein. 10.000. Gucken wir mal, ob ich das nicht vertippe. Ja, ich vertippe mich immer 500.000 Mal. Okay. Ja, und dann geteilt durch doch. Also da kommt jetzt hier dann in den Zähler, kommt dann 10.000 raus. Und hier unten Wurzel aus 10.000 sind ja 100. Und 100 mal 100 sind ja 10.000. Also wenn ich das jetzt hier dann damit teile, da kommt dann 1 raus. Also ich habe das mal ausnahmsweise richtig gemacht. Ja. Okay, ich gehe mal kurz zurück. Ja. Also passen Sie auf. Hier waren wir stehen. 1 geteilt durch n mal den Erwartungswert der Summe. Und passen Sie auf. Den Erwartungswert der Summe habe ich schon ausgerechnet. Erwartungswert der Summe war ü. Okay.
Dann habe ich 1 durch n mal μ. Okay, also hier nochmal die Schritte überspringe ich. Also 1 geteilt durch n mal μ. Wie gesagt, n mal μ, ja, wie Sie sich erinnern, davor war der Erwartungswert der Summe. Deswegen kann ich das jetzt hier überspringen. Das hatte ich schon mal ausgerechnet. Ich habe es jetzt hier nochmal hingeschrieben, aber deswegen, ja. Und 1 geteilt durch n mal μ gibt ja auf der Erwartungswert des arithmetischen Mittels wird jetzt hier nicht n mal μ, sondern einfach nur μ sein. Okay, und die Varianz, also der Erwartungswert wird jetzt hier dann μ sein, ne? Und die Varianz wird jetzt hier dann, ne, das brechen wir jetzt auch gleich, also Varianz jetzt hier des arithmetischen Mittels ist jetzt hier dann die Varianz von diesem Ausdruck hier, das ist ja das arithmetische Mittel aus den Zufallsvariablen. Aber die Varianz einer Lineartransformation ist natürlich nicht die Lineartransformation der Varianz, sondern dann wissen Sie ja, wenn jetzt hier in dem Fall eine Konstante multiplikativ mit einer Zufallsvariable verknüpft ist und ich jetzt hier dann die Konstante aus dem Varianzoperator herausziehen will, dann muss ich die Konstante, meine Damen und Herren, quadrieren. Das wissen Sie auch noch hoffentlich. Ja? Okay, Sie merken ja gerade, also wenn jetzt hier dann die gleichen Sätze jetzt hier dann an für den Erwartungswert und Varianz von Lineartransformationen, die ich jetzt hier dann auch die ganze Zeit auch gemacht hatte. Ja? Okay. Also wie gesagt, nochmal bei einer Varianz, wenn ich jetzt hier dann eine Konstante drin habe und ich möchte das jetzt hier dann aus dem Varianzoperator herausziehen, dann muss ich einfach nur diese Konstante dann quadrieren. Das ist jetzt hier dann also 1 geteilt durch n zu Quadrat mal dann die Varianz der Summe. Und die Varianz der Summe hatte ich ja schon ausgerechnet. Erinnern Sie sich, was die Varianz der Summe war? Die Varianz der Summe war n mal Sigma Quadrat. Okay, das überspringe ich jetzt hier dann. Okay, also das habe ich hier unten stehen. Ja? Okay, also die Varianz der Summe war n mal Sigma Quadrat davor. Okay, das, wie gesagt, das sind jetzt hier dann die gleichen Rechnungen. Die kann ich jetzt überspringen, ich habe die einmal schon gemacht. Das heißt, ich habe dann 1 geteilt durch n mal n zu Quadrat mal n mal Sigma Quadrat, ergibt dann insgesamt Sigma Quadrat durch n. Sigma Quadrat durch n ist also die Varianz des arithmetischen Mittels. Ich fasse das jetzt hier nur mal kurz zusammen, was wir rausbekommen haben. Und bitte merken Sie sich das mal kurz. Also behalten Sie das mal kurz im Hinterkopf, weil ich werde jetzt hier dann mit diesen Größen standardisieren müssen später. Okay? Erwartungswert des arithmetischen Mittels war μ und die Varianz des arithmetischen Mittels war, meine Damen und Herren, Sigma Quadrat geteilt durch n. Ja, das ist das, was ich jetzt hier dann herausbekommen habe. Okay? Okay, ganz kurz. Ich habe jetzt hier noch so ein Tablet, wo ich jetzt hier dann den Chat nochmal verfolge. Okay, so. Wie gesagt, merken Sie sich bitte diese Sachen, weil mit diesen Sachen werde ich dann standardisieren müssen. Okay, wenn ich jetzt hier dann das arithmetische Mittel standardisieren muss. Wenn ich das arithmetische Mittel standardisieren möchte, dann ziehe ich ja nämlich davon dann μ ab und teile das dann durch die Standardabweichung des arithmetischen Mittels. Und die Standardabweichung des arithmetischen Mittels ist die Wurzel aus der Varianz des arithmetischen Mittels. Und die Wurzel aus der Varianz wird dann sein Sigma geteilt durch Wurzel aus n. Okay? Also Sigma geteilt durch Wurzel aus n. Alright? So. Also gilt jetzt hier dann Folgendes. Gilt ja im Prinzip, dass die Zufallsvariablen normal verteilt sind, allesamt normal verteilt, mit demselben Erwartungswert und mit derselben Varianz. Dann ist auch das arithmetische Mittel normal verteilt. Und wenn das arithmetische Mittel normal verteilt ist, dann brauche ich jetzt hier nur zu wissen, mit welchem Erwartungswert und mit welcher Varianz. Denn damit kann ich dann standardisieren. Okay, also ich standardisiere dann das arithmetische Mittel mit seinem Erwartungswert und mit seiner Varianz. Okay. Der Erwartungswert war μ, meine Damen und Herren. Das heißt, hier steht dann x2 minus μ. Okay. Und die Varianz des die Standardabweichung des arithmetischen Mittels ist dann die Wurzel aus der Varianz und die Varianz war Sigma Quadrat geteilt durch n. Wenn ich daraus die Wurzel ziehe, habe ich dann Sigma geteilt durch Wurzel aus n. Also Sigma geteilt durch Wurzel aus n ist die Standardabweichung des arithmetischen Mittels. Das heißt, ich habe hiermit mit diesem Ausdruck, meine Damen und Herren, das arithmetische Mittel standardisiert und wenn dieses Ding jetzt hier dann standardisiert ist, dann wird das jetzt hier dann offensichtlich gegen die Standardnormalverteilung folgen. Denn eine Summe von normalverteilten Zufallsvariablen folgt dann auch immer gegen die Normalverteilung. Und da das arithmetische Mittel sich ebenfalls aus einer Summe zusammensetzt, dann folgt natürlich jetzt hier dann auch das arithmetische Mittel gegen die Normalverteilung. Und wenn ich im Prinzip jetzt hier dann damit mit den Parametern des arithmetischen Mittels dann standardisiere, dann folgt die entsprechende standardisierte Größe gegen die Standardnormalverteilung offensichtlich. Also x quer minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n folgt der Standardnormalverteilung, meine Damen und Herren. Okay, immer. Ich habe jetzt hier noch den zentralen Grenzersatz gar nicht drin, den habe ich jetzt nicht gebraucht, weil eine Summe von normal verteilten Zufallsvariablen immer normal verteilt ist. Okay,
Das Schöne ist ja im Prinzip, dass dieser Ausdruck, meine Damen und Herren, also beziehungsweise diese Verteilung dann approximativ auch dann gilt, wenn die Zufallsgrößen nicht normal verteilt sind. Ich habe jetzt hier nochmal hingeschrieben, dass das arithmetische Mittel ist, aber das kennen Sie ja schon. Ja? Das ist jetzt hier nur quasi nur mit angegeben. Das heißt, ich habe jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt approximativ diese Verteilung hier dann stehen. Wenn die Zufallsvariablen nicht normal verteilt sind, also nicht zwangsweise normal verteilt sind, sie dürfen zwar normal verteilt sein, müssen aber nicht, sondern IID sind, okay, also unabhängig und jeweils identisch verteilt sind, okay. Wenn ich jetzt hier dann Wahrscheinlichkeiten berechnen will, also ich möchte zum Beispiel mal angenommen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass das arithmetische Mittel höchstens den Wert k annimmt, dann kann ich jetzt hier dann mit Hilfe dieser Verteilung das jetzt hier dann wie folgt tun, und zwar mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung phi an der Stelle k minus μ geteilt durch Wurzel aus Sigma geteilt durch n, Wurzel aus n. Ja? Und das ist jetzt hier dann die Formel dafür. Die steht ja auch im Skript. Okay? So. Und wie gesagt, nochmal, wenn ja im Prinzip jetzt hier dann keine normal verteilte Zufallsvariable vorliegt, dann gilt diese Wahrscheinlichkeit, die hier dann steht, nur ungefähr. Ja? Beziehungsweise der Grenzwert wird dann davon jetzt hier in dem Fall diese Wahrscheinlichkeit sein. Hier sehen Sie jetzt nochmal kurz bei den zentralen Grenzwertsatz, wie ich das jetzt hier dann für diesen Fall, das jetzt hier dann umformuliere. Ja? Okay, also was sich jetzt hier dann ändert. Ne? Das heißt, der Grenzwert dieser Wahrscheinlichkeit wird jetzt hier dann das jetzt hier dann sein. Das sehen Sie ja. Okay. Konvergenz in Verteilung. Wie gesagt, die Größen bleiben gleich. Die Zufallsvariablen sind jetzt hier dann nur IID, also unabhängig und identisch verteilt. Identisch verteilt heißt, dass sie alle dieselbe Verteilung haben. Dann haben sie auch denselben Erwartungswert und auch dieselbe Varianz. Und dann wird diese Größe hier gegen die Standardnormalverteilung konvergieren. Das ist ja das, was hier dann steht. Was heißt da im Prinzip, dass eine Zufallsgröße gegen die Standardnormalverteilung konvergiert? Ja gut, das bedeutet ja im Prinzip Folgendes, dass die Wahrscheinlichkeit oder dass jetzt in dem Verteil die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable gegen die Normalverteilung dann strebt, also gegen die der Normalverteilung hier. Und dann habe ich ja hier im Prinzip diese standardisierte Version davon. Okay? Das war's schon. Das war's eigentlich. Ja? Okay, das ist jetzt hier dann der zentrale Grenzwertsatz hier dann für das arithmetische Mittel. Okay, vorhin hatten wir den zentralen Grenzwertsatz für die Summe, jetzt haben wir den zentralen Grenzwertsatz für das arithmetische Mittel. Auch dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht und das Beispiel sieht jetzt hier dann wie folgt aus. Also für die Anwendung, wie gesagt, gilt ja hier diese Wahrscheinlichkeit. Ja, also da das jetzt hier dann der Grenzwert davon ist, gilt diese Wahrscheinlichkeit nur ungefähr. Also für großes n. Ja, okay. Und das fasse ich jetzt hier nochmal zusammen. Also für großes n gilt für den zentralen Grenzwertsatz approximativ. Approximativ heißt also ungefähr, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann für das arithmetische Mittel, dass das arithmetische Mittel höchstens den Wert k annimmt, nichts anderes ist als der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n. Okay? Das folgt, meine Damen und Herren, aus dem zentralen Grenzwertsatz. Und da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht für, ja, wo man jetzt hier dann diese Formel dann anwenden muss. Hier ist es nun mal so ein bisschen erklärt, was ist jetzt hier dann was. Also die Zufallsvariablen sind jetzt hier dann IID und das arithmetische Mittel steht ja hier. Das ist die Frage, was bedeutet großes n? Ja, also großes n heißt für mich in etwa ja so 30 Stück. Also ab 30 Stück kann ich eigentlich die Normalverteilung ganz gut benutzen, jetzt hier dann für die Approximation. Okay. Aber in der Praxis hat man normalerweise mehr als 30. Ja, also jetzt hier dann für die meisten Anwendungen, ja, wo der zentrale Grenzwertsatz hier dann zur Anwendung kommt. Okay, so, schauen wir uns das mal an. Auch hier ein Beispiel dazu, meine Damen und Herren. Es geht jetzt hier um Füllmenge von Lacken, ja, also Lackfarbe. Ja. Lacke sind jetzt hier dann nicht so leicht abzufüllen. Okay. Und mal angenommen, aber ich habe jetzt hier dann eine durchschnittliche Füllmenge, die jetzt hier dann, ne, also pro Packung jetzt hier dann abgefüllt werden soll und so, also jetzt hier dann 15 Liter, also 15 Liter sollen jetzt hier in eine Packung dann rein. Aber das ist natürlich ziemlich schwierig, das zu tun. Okay, das heißt, da gibt es jetzt hier eine Standardabweichung in der Füllmenge. Und die Standardabweichung in der Füllmenge für jede einzelne Packung soll jetzt hier einfach mal 1 Liter sein. Also um 1 Liter schwankt das in Deutschland. Das ist schon relativ, wie gesagt, das ist schon diese klebrige, eklige Masse, ja, das ist schon relativ schwer, das dann abzufüllen. Und deshalb hier dann auch die entsprechende Standardabweichung jetzt hier dann der Füllmenge dazu. Okay. Und mal angenommen, Sie haben jetzt hier dann eine Lieferung zum Beispiel von einer ganzen Palette oder so von dem Zeug. Ja, eine Palette sind jetzt hier dann mal angenommen 100 Stück. Okay. Also 100 Stück ist sozusagen eine Palette jetzt hier dann. Okay. Und dann fragen Sie sich zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also nehmen wir mal an, die Füllmenge in einzelnen Packungen sind unabhängig. Das möchte ich jetzt hier einfach nochmal kurz nochmal
Hier nochmal kurz an Garstein. Hier fragt jemand, wieso wird die Formel dann in der Tut-Aufgabe 35 genutzt bei einem N von 5? Ja gut, ich habe die Tutorium-Aufgabe jetzt hier dann nicht vor mir liegen. Ja. Sie können ja die Formel ja verwenden. Also hier wird ja letzten Endeffekt, ich gehe nochmal kurz zurück, ja. Hier steht ja nicht explizit da, letzten Endeffekt, für welches N Sie jetzt hier dann verwenden. Also wenn Sie sagen, 5 ist viel, ja, okay, dann können Sie das auch für 5 nehmen. Ja, also ich meine, keiner hindert Sie daran, das jetzt hier dann zu tun. Aber ich würde ja vielleicht jetzt nicht unbedingt behaupten, 5 ist viel. Ja, okay, also Sie könnten es ja tun, aber das wäre jetzt hier dann nicht so nice, ja, sage ich mal dazu. Okay. Okay, also wie gesagt, für die Anwendung her, ich meine, Sie sollen ja wahrscheinlich jetzt in der Aufgabe nur die Formel üben, vermute ich mal. Ja, das ist jetzt hier wahrscheinlich der Sinn. Aber ist im Prinzip ja egal, was ich jetzt hier dafür einsetze, ja, wenn ich das jetzt einfach das üben möchte. Okay, nehmen wir an, ich habe jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass die durchschnittliche Füllmenge jetzt hier dann von diesen 100 Packungen, okay, den Wert 15,12 Liter pro Packung nicht übersteigt. Okay, also die Füllmenge, ich möchte jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mal angenommen, dass jetzt hier dann die Füllmenge 15,12 jetzt hier dann pro Stück jetzt hier dann nicht überschreitet. Ja. Warum 15,12? Keine Ahnung, vielleicht deshalb, weil wenn ich jetzt hier dann zu viel von dem Zeug abfülle, ja, ich als Hersteller, dann mache ich dann vielleicht zu viel Verluste oder so, ja. Könnte vielleicht damit sowas zu tun haben. Okay. So, und das werden wir jetzt hier dann nochmal dann ausrechnen. Natürlich jetzt hier dann approximativ 100 Stück, ja, aus dem zentralen Grenzersatz, meine Damen und Herren. Okay, wie sieht das jetzt hier dann aus? Ich werde das jetzt hier dann, bevor ich das anwende, werde ich das hier dann formalisieren. Also XI soll jetzt hier dann sein, die Füllmenge der Packung E, also X1, die Füllmenge der Packung 1, X2, die Füllmenge der Packung 2 und so weiter, jetzt hier dann in Liter. Okay, und ich habe ja 100 Stück. Okay, weil ich jetzt hier dann 100 Packungen habe. Das bedeutet also, N ist jetzt hier dann gleich 100. Ja, das sehen Sie ja hier. Diese Füllmengen haben alle einen Erwartungswert und alle eine Varianz. Ja. Der Erwartungswert ist jetzt hier dann 15 und die Varianz ist jetzt hier dann 1. Also beziehungsweise 1 zum Quadrat. Ja, ich meine, die Standardabweichung 1 ist jetzt hier natürlich die Varianz 1 zum Quadrat. Ich habe jetzt hier das Quadrat jetzt hier nochmal mit aufgesetzt, ja, dass Sie das jetzt hier nochmal richtig dann zuordnen. Also wenn ich jetzt hier dann eine 2 gestanden hätte, hätten wir dann hier dann 2 zum Quadrat gestehen. Ja. Deswegen. Okay? So, dann sehen Sie ja, was ist jetzt hier nochmal was. Also μ ist jetzt hier dann 15 und Sigma Quadrat ist jetzt hier dann 1 zum Quadrat. Das ist ja alles, was Sie dann brauchen. Also Sie brauchen ja n, was 100 ist. Sie brauchen μ, was 15 ist für die Anwendung. Und Sie brauchen Sigma, was 1 ist. Okay? Und wenn Sie jetzt hier dann, gut, ich meine, das arithmetische Mittel ist jetzt hier dann die durchschnittliche Füllmenge. Das ist ja auch klar. Okay? Also Sie wollen ja im Prinzip jetzt die durchschnittliche Füllmenge von diesen 100 Packungen. Okay? Und Sie wollen jetzt hier dann wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese durchschnittliche Füllmenge, diese 100 Packungen, den Wert 15,12 jetzt hier dann nicht überschreitet. Okay? Und das werden wir jetzt hier dann auch mal ausrechnen. Also 15,12 ist jetzt hier vielleicht so ein Grenzwert oder sowas, ja? Und dann kann ich jetzt hier dann auch die Formeln jetzt hier dann nehmen, was wir jetzt hier dann aus dem zentralen Grenzwertsatz hier uns dann angeschaut hatten. Okay? Das ist die Formel dazu, denn die Wahrscheinlichkeit hier, und das müssen Sie dann auch erkennen, dass Sie dann dafür die Normalverteilung benutzen müssen, okay, ist jetzt hier dann nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel aus n. K ist jetzt hier dann 15,12, das sehen Sie ja hier, okay. μ ist jetzt hier in dem Fall dann 15, also Sie ziehen jetzt einfach 15 dann ab und teilen ist jetzt hier dann durch Sigma durch Wurzel aus n. Sigma ist jetzt hier dann 1 und Wurzel jetzt hier dann Wurzel aus 100. Also 0,12 geteilt durch 10, ja, okay, gibt 1,2 im Prinzip, ja, wenn man das jetzt hier im Kopf ausrechnet, okay, kann man jetzt hier auch schon im Kopf ausrechnen, 1,2, okay, das heißt, Sie müssen jetzt hier dann nachschauen, was ist jetzt hier dann der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 1,2 und der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle 1,2 finden Sie wo? Finden Sie natürlich jetzt hier in der Tabelle C, meine Damen und Herren, ja, also hier in der Tabelle C, Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Schauen Sie, Sie sehen ja auch, das ist immer das gleiche Programm. Ja. Immer das gleiche, immer dasselbe. Ja. Okay. Deswegen kann ich das auch so gut, ja, weil ich immer eigentlich immer das gleiche machen muss. Ja. Okay, also Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Okay, schaue ich mir jetzt dann an. An der Stelle 1,2, das sehe ich jetzt hier in der Zeile 1,2. Also gehen Sie bitte in die Zeile, wo 1,2 steht und gehen Sie bitte in die Spalte, wo 0,0 steht. Der 0,00 plus 1,2 gibt die 1,2 und dann Wert der Verteilungsfunktion der Stelle 1,2. Hier sehen Sie es ja hier, dann ist dieser Wert hier, wo sich dann die Zeile und die Spalte dann kreuzen. Okay, das heißt, Sie haben jetzt hier einen Wert von 0,8849 stehen, ja, wenn ich das jetzt hier noch richtig sehe, Augenblick. Genau, ja, okay, so, gut.
Also das ist jetzt dann der Wert, den ich jetzt dann für die Wahrscheinlichkeit dann ausrechne. Okay? Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 88,49% reicht dann, na, oder ist jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt dann diese Grenzwert vielleicht von 15,12 jetzt dann im Durchschnitt nicht überschritten wird von diesen 100 Stück. Okay, das war's. Das war's schon, ja? Gerade jetzt hier dann für die Anwendung, meine Damen und Herren. Okay? Gut. Und dann gibt es jetzt hier noch einen dritten Spezialfall, was jetzt hier in dem Fall sich auf den zentralen Grenzwertsatz bezieht. Und zwar, also ein Spezialfall für den zentralen Grenzwertsatz stellt die Binomialverteilung dar. Vielleicht wissen Sie es ja noch, dass die Binomialverteilung nichts anderes ist als die Summe von Bernoulli verteilten Zufallsvariablen. Okay? Ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen, das hatten Sie auch schon mal gesehen, also das, was jetzt kommt hier in der nächsten Folie. Wenn ich jetzt hier dann Bernoulli verteilte Zufallsvariablen habe, dann ist die Summe von Bernoulli verteilten Zufallsvariablen binomial verteilt. Okay? Dann brauche ich eigentlich den zentralen Grenzwertsatz ja nicht, ja? Weil ich ja im Prinzip die Binomialverteilung dann nehmen kann. Nur das Problem bei der Binomialverteilung ist, dass wenn das n relativ groß ist, also mal angenommen, ich habe jetzt hier dann 100.000 oder so oder 100 schon, ja, dann habe ich jetzt hier dann Fakultäten von 100 drin und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt auch jetzt hier dann, ich sage jetzt mal so, für große n, ja, ist die Binomialverteilung jetzt hier dann für die Praxis nicht besonders gut geeignet, meine Damen und Herren. Und deswegen approximiert man das jetzt hier dann mit dem zentralen Grenzwertsatz. Denn die Summe aus Bernoulli verteilten Zufallsvariablen strebt dann mit wachsender Anzahl der Summanden auch gegen die Normalverteilung. Verstehen Sie? Der zentrale Grenzwertsatz gilt immer, okay? Unabhängig davon, welche Verteilung ich jetzt hier dann vorliegen habe. Wenn ich hinreichend große Summanden dann habe, also, ne, oder hinreichend große Anzahl von Summanden dann habe, besser gesagt, dann habe ich eine relativ genaue Approximation mit der Normalverteilung, ne, okay? Und das kann ich jetzt hier dann auch in dem Fall dann machen, wenn ich jetzt hier dann Bernoulli verteilte Zufallsvariablen habe, die in der Summe natürlich binomial verteilt sind. Das bedeutet also, Sie merken ja hier zum Beispiel, die Binomialverteilung konvergiert ja mit wachsendem n, okay, ebenfalls gegen die Normalverteilung. Jede Verteilung konvergiert in der Summe gegen die Normalverteilung, okay? Ich habe zwar jetzt hier keine Summe von binomial verteilten Zufallsvariablen, aber da die Binomialverteilung aus einer Summe von Bernoulli verteilten Zufallsvariablen besteht, wird jetzt hier dann auch diese Summe gegen die Normalverteilung konvergieren. Okay? Wenn Sie jetzt hier dann, also hier fragt jemand, also den zentralen Grenzwertsatz benutzen, wenn immer wenn n groß ist, ja gut, also in der Praxis ja, weil wenn n klein ist, kann ich jetzt hier das auch mit der Binomialverteilung dann ausrechnen. Dann brauche ich ja eigentlich die Normalverteilung nicht. Okay, praktisch gesehen mache ich das deshalb mit der Normalverteilung unter anderem, oder kann ich das jetzt hier mit der Normalverteilung dann machen, weil ich ja hier zum Beispiel die Fakultät von 1000 nicht berechnen kann oder so. Ja, also na, Sie erinnern sich ja vielleicht, dass bei der Binomialverteilung jetzt hier dann in der Wahrscheinlichkeitsfunktion Fakultäten stehen. Ja, und das geht jetzt hier dann nicht immer letztendlich im Endeffekt so glatt, ja, wenn man das jetzt, wie man sich das jetzt hier dann irgendwie dann wünschen würde. Okay? Ich sage hier mal ein konkretes Beispiel. Zunächst mal, also hier halten wir mal fest, auch für die Binomialverteilung kann der zentrale Grenzwertsatz angewandt werden. Also ich wende jetzt hier dann sozusagen für die Binomialverteilung den zentralen Grenzwertsatz an. Dann ist die Frage, wie? Okay, im Konkreten, das werde ich jetzt hier nochmal zeigen. Um das zu klären, brauche ich jetzt erstmal den Erwartungswert und die Standardabweichung bzw. die Varianz jetzt hier dann von den Summanden, aus dem sich jetzt hier dann diese Summe jetzt hier dann zusammensetzt. Okay. Also hier fragen Sie mich, für mittelgroße n kann man doch die Tabellen benutzen. Ja, meine Damen und Herren, die Tabelle können Sie natürlich immer benutzen, wenn die Tabelle jetzt hier dann die Werte jetzt hier dann hergibt. Ja, Sie müssen jetzt hier das dann nicht mit der Normalverteilung dann machen, wenn Sie das auch anders machen können. Der zentrale Grenzwertsatz sagt, dass man das nur mit der Normalverteilung machen kann. Verstehen Sie? Aber nicht muss. Okay? Man kann, aber man muss nicht, wenn man auch andere Möglichkeiten hat. Okay? Die Wahrscheinlichkeiten werden in etwa die gleichen sein. So, jetzt passen Sie auf. Um zu klären, okay, wie ich das jetzt hier mit der Binomialverteilung dann oder für die Binomialverteilung das jetzt hier dann anwende, muss ich jetzt hier dann schauen, welche Erwartungswerte und welche Varianzen jetzt hier dann diese einzelnen Summanden dann haben, aus der sich die Summe dann zusammensetzt, wie jetzt hier dann in den anderen Beispielen davor ja auch. Der Erwartungswert einer Bernoulli verteilten Zufallsvariable ist p. Okay, und die Varianz einer Bernoulli verteilten Zufallsvariable ist dann 1, p mal 1 minus p. Ja, also das ist sozusagen mein μ, ja, aus den Beispielen. Und das ist jetzt hier sozusagen mein Sigma-Quadrat.
Und dann müsste ich jetzt hier dann eigentlich nur in der Formel das μ und das Sigma-Quadrat einfach nur ersetzen durch p, beziehungsweise durch p mal 1 minus p. Das ist alles. Okay? Ja, das ist ja im Prinzip jetzt hier in dem Fall dann auch das alles, was ich machen muss. Also in den Formeln, die ich jetzt hier dann vorhin hatte, mit μ und Sigma-Quadrat, ersetze ich jetzt hier dann einfach das μ durch p und die also und Sigma-Quadrat durch p mal 1 minus p. In den Beispielen, zum Beispiel jetzt hier dann bei diesen Lacken und so, hatten wir für den Erwartungswert 15 und dann hatten wir jetzt hier dann für die Varianz 1 zum Quadrat. Okay, dann habe ich jetzt hier dann quasi überall in der Formel μ durch 15 ersetzt und Sigma Quadrat durch 1 zum Quadrat ersetzt. Und ersetze ich jetzt hier einfach den Erwartungswert, also μ durch p und die Varianz durch p mal 1 minus p. Das war's. Okay? Und dann kann ich das jetzt hier dann entsprechend dann anwenden. Passen Sie auf, so sieht es dann halt aus. Also Erwartungswert ist nicht n mal μ, sondern n mal p, weil der Erwartungswert p war. Okay? Und die Varianz dieser Summe ist jetzt hier in dem Fall dann nicht n mal Sigma Quadrat, also ne, n mal Sigma Quadrat, sondern n mal p mal 1 minus p, weil Sigma Quadrat ja p mal 1 minus p ist, ja, hier von den jeweiligen Summanden. Also standardisiere ich jetzt hier in dem Fall mit der Standardabweichung Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Okay? Da ich jetzt hier dann die Wurzel aus p mal 1 minus p nicht zwischenzeitlich ziehen möchte, ja, lasse ich das jetzt hier dann unter der Wurzel anstehen. N mal p mal 1 minus p ist die Varianz dieser Summe. Und das wird jetzt hier dann ungefähr standardnormalverteilt sein. Mit wachsender Anzahl von Summanden konvergiert das Ding gegen die Standardnormalverteilung. Das ist ja das, was jetzt hier ansteht. Okay? Also hier sehen Sie ja, die Summe ist binomial verteilt. Na? Und daran merken Sie ja, dass die Binomialverteilung mit wachsendem n gegen die Normalverteilung strebt. Hier gemäß jetzt hier dann diese Formel mit gegen die Standardnormalverteilung, wenn ich es dann standardisiere. Das war's. Okay? Okay, also gilt ja im Prinzip jetzt hier dann das hier, dass der Grenzwert jetzt hier dann von der Wahrscheinlichkeit, ne, dass jetzt hier in dem Fall eine binomial verteilte Zufallsvariable höchstens den Wert k nimmt, der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle k minus n mal p geteilt durch Wurzel aus n mal p mal 1 minus p sein muss. Okay, das ist wie gesagt hier der Grenzwert davon. Okay, ja, Sie sehen es ja hier. Okay, also für n gegen unendlich heißt das. Okay, das heißt, Sie sehen es ja, die Binomialverteilung konvergiert für n gegen unendlich gegen die Normalverteilung. Ja, das sieht man ja hier. Okay, alles klar, das ist jetzt hier nur eine Konvergenz für die Anwendung. Wenn ich das jetzt hier dann mit der Normalverteilung dann approximieren möchte, okay, sieht die Approximation so aus. In Analogie jetzt hier dann dazu, wie ich das jetzt hier dann mit anderen, in einer anderen Aufgabe jetzt hier noch gemacht hatte. Wie gesagt, der einzige Unterschied: ich ersetze dann μ durch p und ich ersetze Sigma Quadrat durch p mal 1 minus p. Weil der Erwartungswert der einzelnen Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen p war und die Varianz der Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen p mal 1 minus p war. Das war's. Okay, also im Prinzip jetzt hier dann genau das Gleiche. Er sagt ja im Prinzip, dass ich das jetzt hier dann machen kann. So. Dieser Satz von Mouvier-Laplace, ja, das ist ja eigentlich der zentrale Grenzwertsatz, okay, also als Spezialfall für die Binomialverteilung. Ich vermute mal, dass das jetzt hier damit zu tun hat, dass dieser Satz Mouvier-Laplace jetzt hier dann zuerst da war, ja. Also man hat jetzt hier dann quasi erst bewiesen, dass die Binomialverteilung gegen die Normalverteilung konvergiert und dann hat man bewiesen, dass alle Verteilungen gegen die Normalverteilung in der Summe konvergieren, okay. Deswegen jetzt hier dann diese zeitliche Abfolge. Aber Sie hätten jetzt hier dann auch den zentralen Grenzwertsatz für die Binomialverteilung jetzt hier dann hinschreiben können. Das geht ja auch. Okay? Also Satz von Mouvier-Laplace bezieht sich jetzt hier in dem Fall dann explizit auf die Binomialverteilung und nur auf die Binomialverteilung. Aber wie gesagt, der zentrale Grenzwertsatz gilt für jede Verteilung. Unabhängig, welche Verteilung ich jetzt hier dann habe. Ja? Und Spezialfall jetzt hier dann Binomialverteilung. Also der Satz von Mouvier-Laplace ist ein Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes. So, dann wenden wir das mal an, meine Damen und Herren. Okay, stellen Sie sich mal folgendes Beispiel dann vor. Das ist jetzt hier dann das Beispiel zur sogenannten 5%-Hürde von Parteien, ja, die Sie jetzt hier dann, Parteien jetzt hier dann haben müssen, ja, um in den, quasi jetzt hier dann ins Parlament zu kommen. Also stellen Sie sich mal vor, dass eine zufällige Stimme, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Stimme, die auf eine Partei X fällt, nehmen wir mal eine Partei X, jetzt hier dann 5% ist, okay. Also mit 5%iger Wahrscheinlichkeit fällt eine Stimme jetzt hier dann dieser Partei zu, okay. Mal angenommen, als Beispiel. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier dann 10 Millionen gültige Zweitstimmen. Ja? Alles klar? Ja, also insgesamt, jetzt in der Bevölkerung gibt es jetzt hier dann 10 Millionen gültige Zweitstimmen.
mit 5%iger Wahrscheinlichkeit fährt von diesen 10 Millionen gültigen zwei Stimmen eine Stimme jetzt hier dann diese Partei X jetzt hier dann zu. Okay. Und hier stelle ich zum Beispiel die Frage, also Einzug ins Parlament, also wenn die Partei jetzt hier dann ins Parlament dann einziehen will, also vielleicht in den Bundestag oder so, aber ich benutze jetzt hier dann nicht Beispiel des Bundestags, sondern in ein Parlament, ja, also Zweitstimmen, also eigentlich Stimmen. Aber wenn ich sage Stimme, dann meine ich eben ja die Zweitstimme, ja? Also wo man jetzt hier dann nicht quasi jetzt hier dann auf einen Kandidaten stimmt, sondern jetzt hier dann quasi auf eine Partei. Okay. Einzug ins Parlament ist jetzt hier dann gegeben, wenn die Partei mindestens 500.000 Stimmen bekommt. Okay, mindestens, also 500.000 oder mehr, dann ist die Partei drin im Parlament, ja, das ist die 5%-Hürde. Denn 500.000 sind ja quasi 5% von 10 Millionen. Okay, alles klar, also von den 10 Millionen Stimmen müsste die Partei mindestens 500.000 bekommen, damit die Partei jetzt hier dann ins Parlament dann einziehen kann. Okay, und dann wäre zum Beispiel die Frage, die ich jetzt hier mich interessieren würde, Wahrscheinlichkeit, dass die Partei jetzt in den Einzug ins Parlament um mindestens 100 Stimmen verfehlt. Ja. Okay, das heißt jetzt im Prinzip, jetzt, also wie groß wäre jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei den Einzug um 100 Stimmen verfehlt oder noch weniger Stimmen bekommt? Das ist das, was ich jetzt hier dann ausrechnen will. Okay, alles klar? Und das kann ich jetzt hier dann mit dem zentralen Grenzwertsatz dann tun, beziehungsweise mit dem Satz von Mouvier-Laplace. Okay, wie gesagt, der Satz von Mouvier-Laplace ist ein Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes, wo ich die Binomialverteilung dann drin habe. Okay. Und natürlich jetzt hier dann approximativ. Also das heißt, auch bei so einer Aufgabe müssen Sie das jetzt hier dann erkennen, dass man das jetzt hier mit der Normalverteilung dann lösen soll. Okay, alles klar. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Also hier in diesem Fall muss man die Normalverteilung erkennen. Okay, Approximation. Jetzt passen Sie auf. Zunächst mal, welche Verteilung wird approximiert? Die Binomialverteilung. Ich möchte jetzt also jetzt zunächst mal klären, ob jetzt hier dann die entsprechende Zufallsgröße, von der die Rede ist, der Binomialverteilung folgt. Wenn ich jetzt hier dann x, letztendlich im Endeffekt, als die Anzahl der Stimmen deklariere, die die Partei x dann bekommt, okay, und zwar aus diesen gültigen 10 Millionen Zweitstimmen, und die Trefferwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei jetzt hier dann, also dass eine zufällige Person jetzt hier dann die Partei X wählt, jetzt hier dann 5% ist. Ja, also wie gesagt, bei jeder Stimme. Da möchte ich jetzt hier zunächst mal abchecken, ob die Zufallsvariable X der Binomialverteilung folgt. Wissen Sie, wie das geht? Da brauchen Sie ja zwei Punkte für, um das jetzt hier nochmal zu kontrollieren. Der erste Punkt ist, dass die Anzahl der Versuche von vornherein fixiert sein muss. Okay? Ist die Anzahl der Versuche von vornherein fixiert, also weiß ich, wie oft ich jetzt sie dann ziehe? Und die Antwort ist ja. Ich ziehe nämlich dann 10 Millionen Mal. Und dann die zweite Frage, bleibt die Trefferwahrscheinlichkeit bzw. bleibt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei jedem Versuch gleich? Also ein Treffer betrachte ich jetzt in dem Fall, wenn eine Stimme jetzt dann auf diese Partei fällt. Okay? Und beide Punkte beantworte ich jetzt hier dann mit ja. Die Anzahl der Versuche ist von vornherein fixiert. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt bei jedem Versuch die gleiche. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier dann feststelle, dass eine Stimme auf diese Partei dann gefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch eine nächste Stimme auf diese Partei dann fällt, genauso groß, nämlich dann 5%. Also die bleibt dann bei 5%, ändert sich jetzt hier dann also nicht. Okay? Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt also bei jedem Versuch gleich. Und damit ist dieses Ding jetzt hier dann binomial verteilt. Okay? Und obwohl das jetzt hier dann binomial verteilt ist, werde ich jetzt hier dann für die entsprechende Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt hier dann ausrechnen möchte, nicht die Binomialverteilung dann nehmen, weil die unpraktisch ist. Verstehen Sie? Ich hätte dann eine Fakultät von 10 Millionen dann drin. Fakultät von 10 Millionen kann kein Computer ausrechnen. Das ist unmöglich, das können Sie vergessen. Ja? Okay, also wie gesagt, wenn ich jetzt hier dann mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion diese Verteilung jetzt hier dann rumhantieren würde, das wird nicht funktionieren. Okay, deswegen nehmen wir jetzt hier dann die Normalverteilung. Also n ist jetzt hier dann 10 Millionen, das ist die Anzahl der Versuche. A und P ist jetzt hier dann 0,05, sorry, nicht 0,02, das korrigiere ich jetzt hier dann nochmal. 0,05, okay. Sorry dafür, also das sind jetzt hier 0,05. So, also schauen wir uns das mal an. Okay, die Trefferwahrscheinlichkeit war 0,05 und die Anzahl der Versuche sind dann 10 Millionen. Okay. Und ich suche jetzt, also x ist jetzt hier dann binomial verteilt, das sieht man hier dann auch, also mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 5% und mit der Anzahl der Versuche von 10 Millionen, das sehen Sie hier. Okay, hier habe ich es jetzt nochmal deklariert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass x jetzt hier dann höchstens den Wert 499.900 annimmt, kann ich praktisch jetzt hier dann nicht berechnen.
aus der Binomialverteilung. Weil ich ja dafür jetzt hier dann Fakultäten brauche, die sehr, sehr groß sind. Okay? Das geht nicht. Also hier sozusagen, selbst wenn Sie jetzt hier im Prinzip das jetzt hier dann feststellen, okay, das ist Binomialverteilung und so, Sie kommen ja mit der Binomialverteilung ja nirgendwo hin. Okay? Sie könnten das jetzt hier dann nicht machen. Aber Sie können das jetzt mit der Normalverteilung machen. Und zwar, wie gesagt, wie, oder basieren jetzt hier natürlich auf den zentralen Grenzwertsatz. Ich hoffe, dass Sie dann letzten Endeffekt ja hier dann einsehen, dass das 10 Millionen relativ viel sind. Also ich frage mich jemand, ob man das jetzt hier dann auch mit der Poisson-Verteilung machen könnte. Also ich würde behaupten, selbst mit der Poisson-Verteilung würden Sie hier abkacken. Das ist der Punkt, okay? Ja, weil wie gesagt, da hätten wir eh hoch, ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern oder so, ja, aber 5%, also eh hoch minus 500.000 hätten wir da drin, ja, für Lambda. Lambda ist jetzt hier dann erwarten. Also selbst die Poisson-Verteilung kackt ab, ja. Ja, und da bräuchten Sie ja trotzdem jetzt hier dann die Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung, die wir ja auch nicht haben. Also dann hätten Sie jetzt hier dann eine sehr, sehr große, also eine Summe von sehr, sehr große Anzahl von Summaten jetzt hier dann auszurechnen. Nehmen Sie doch gleich die Normalverteilung, das ist doch gut. Ja? Okay? Also p von x kleiner gleich. Jetzt passen Sie auf, also wenn die Partei jetzt hier dann den Einzug ins Parlament um mindestens 100 Stimmen verfehlt, ja, verfehlt, ja, dann heißt es, dass die Partei jetzt hier dann höchstens 499.900 Stimmen bekommt. Also 499.900 oder weniger. Und wie kann ich das jetzt hier dann ausrechnen? Na gut, also basierend jetzt hier dann auf dem Satz von Mouvier-Blass, ja. Na, also quasi der zentrale Grenzwertsatz für die Version der Binomialverteilung. K sind jetzt hier dann diese 499.900, ne? Das sehen Sie ja hier. Okay, N sind die 10 Millionen. P ist jetzt hier dann 0,05 und da setze ich jetzt hier dann den ganzen Krempel dann ein. Okay? Das ist jetzt die so eine Taschenrechneraufgabe, was Sie jetzt hier dann sehen. Ja? So, ja gut, setzen wir das mal ein. Also hier in dem Fall 499.900 minus die 10 Millionen mal 0,05. Okay, also für 10 Millionen schreibe ich 10 m. Ja? Ich hoffe, dass Sie mir das jetzt hier dann nachsehen. Ich hatte jetzt hier keine Lust, jetzt hier wegen der 6 Nullen hinzuschreiben. Ja? Und dann hier unten das Gleiche. Also 10 Millionen mal 0,05 mal 0,95, das alles unter der Wurzel jetzt hier bei der Standardabweichung. So. Das war's. Und hier können Sie jetzt hier dann diese Wahrscheinlichkeit damit dann approximieren. Ja, und das ist jetzt hier, glaube ich, einfacher. So, jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier dann beim Argument dann herauskommt. Also hier kommt dann minus 0,15 heraus, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wie gesagt, Sie können es ja vielleicht nochmal kurz überprüfen, ob das stimmt. Okay, das heißt, ich suche jetzt hier dann den Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle minus 0,15, gerundet. Ja? Also hier muss ich jetzt hier dann runden, das geht nicht anders. Ne? Also ich muss jetzt hier auf zwei Stellen hinter dem Komma runden, weil die Tabelle C sich jetzt hier dann nur auf Argumente bezieht, die jetzt hier an zwei Stellen genau sind. Okay, das können Sie jetzt ruhig mal ruhig so machen. Okay, wo kriege ich das jetzt hier dann her? Ja gut, das kennen Sie ja schon aus der Verteilungsfunktion. Ja? Okay. Ah, ich habe mich verschrieben. Ja, genau. Also hier ist dann nicht 0,09. Also hier ist eine 0 zu viel in der Rechnung. Ich kontrolliere noch mal kurz, ob ich aber wenigstens das Ergebnis jetzt hier dann richtig habe. Also hier wahrscheinlich habe ich das jetzt hier dann nur falsch aufgeschrieben. Aber ich denke mal, dass das jetzt hier dann stimmt. Also 499.900 minus 10 hoch 7. Ja, sind 10 Millionen. Sind 10 hoch 7 mal 0,05. Okay, also im Zähler steht da minus 100 und dann teile ich das jetzt hier dann nochmal gleich durch 10 hoch 7, sind ja 10 Millionen mal 0,05 mal 0,95. Okay. Und dann kontrolliere ich jetzt. Ah, das ist tatsächlich falsch. Okay, sorry, ich habe mich jetzt hier dann verschrieben, wie ich das jetzt hier dann sehe. Das ist blöd, ja. Sorry dafür. Ich werde jetzt hier das dann nochmal nachkorrigieren. Also in der Tat ist das jetzt hier dann falsch, ja. Zumindest jetzt hier laut dieser Formulierung. Also wie gesagt, tun Sie mal so, als wäre es richtig, ja. Okay. Sie mal angenommen, Sie suchen jetzt hier dann den Wert 4 an der Stelle minus 0,15. Ich habe mich jetzt hier dann verrechnet, sorry dafür. Also 4 an der Stelle minus 0,15. Na, den finden Sie jetzt hier dann in der Tabelle C. Mal angenommen, das stimmt. Ja. Dann werde ich jetzt hier dann versuchen, diese Aufgabe jetzt hier nochmal dann umzukehren. Wo man das Skript findet, Sie finden das Skript immer in den Ordner, in den Dropbox-Ordner, ist jetzt hier hochgeladen schon.
Okay, Folie 22. Ich werde das jetzt hier mal überprüfen. Okay, also minus 0,1 und das ist jetzt dann der Wert. Ne? Okay, hier und 0,05, also minus 0,15 und das ist jetzt hier dann diese 44,04%. Aber wie gesagt, der Wert war falsch. Ich habe das jetzt hier leider falsch ausgerechnet. Okay, deswegen zeige ich jetzt hier das dann nicht nochmal auf der anderen Folie, weil die Aufgabenstellung jetzt hier dann leider missglückt ist, meine Damen und Herren. Okay, ich werde das jetzt hier mal danach mal korrigieren. Okay, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie das mir dann nachsehen. Okay, aber so funktioniert das jetzt hier halt nicht, aber hätte ich mich nicht verrechnet, wäre das jetzt hier dann okay gewesen. So, haben Sie vielleicht noch Fragen dazu, weil das war alles, was ich heute mit Ihnen machen wollte. Und dann am Mittwoch fangen wir jetzt Kapitel 8 an. Also ich kann bei YouTube Ihre Fragen dann erkennen, eventuell, wenn Sie jetzt hier nochmal Fragen haben. Asymptotische approximative Normalverteilung. Es gibt genau zentrale Grenzersatz. Ob ich die Vorlesung verlegen kann? Leider nein. Ich kann die Vorlesung nicht verlegen. Die Termine sind leider fix. Das ist jetzt, wie gesagt, nur heute deshalb möglich, weil Sonntag Sie sowieso keine anderen Veranstaltungen haben. Also die Vorlesung bleibt zwischen 12 bis 14 Uhr. Ich kann das leider nicht ändern. Sorry dafür. Okay. Gute Nacht, sagen Sie, ja. Gehen Sie jetzt wieder schlafen, ja. Oder sind Sie erst nach Hause gekommen, haben sich jetzt hier nochmal Oster angeschaut und gehen jetzt ins Bett. Na gut, okay. So, meine Damen und Herren. Okay, ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr. Also wie gesagt, entschuldigen Sie, dass ich ja hier mich verrechnet hatte. Ich werde es jetzt hier dann in der Aufgabe, die Aufgabenstellung ein bisschen verändern. Also die Folien werde ich dann updaten. Dann haben Sie jetzt hier dann die richtigen Lösungen dann raus. Sorry dafür, dass das hier missglückt ist. Okay, wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Okay, Ihren Kommilitonen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie sich dann die Vorlesungen, die wir jetzt hier dann heute gemacht haben, sich dann mal anschauen sollen. Das wäre ganz gut, ja. Okay, heute nicht so billig. Eigentlich doch. Also wir haben eigentlich nur den zentralen Grenzersatz gemacht. Ja, das war nicht so schwer. Erwartungswert von Summen, Varianz von Summen. Sogar wenn sie unabhängig sind. Also mit dieser Portfoliotheorie war es eigentlich schwieriger. Okay. Ja, der Unterschied ist nicht so krass. Ja, ja gut, gucken wir mal. Alright. So, haben Sie sonst noch Fragen? Ab morgen haben Sie wieder Tutorien, genau. Ja, also nächste Woche fangen auch die Tutorien wieder an. Direkt schon, ja. Habe ich das schon mal angekündigt. Okay. Wie genau kann man unterscheiden, denke ich mal, ob man die erste Formel, wie die heute behandelt haben, nutzen soll für das arithmetische Mittel? Ja gut, was meinen Sie mit der erste? Also die erste Formel war nicht für das arithmetische Mittel, sondern für die Summe. Okay, also die erste Formel war für die Summe, die zweite Formel war für das arithmetische Mittel. Und das ist jetzt hier ein Spezialfall, ne, bei der Binomialverteilung für die erste Formel. Okay. Was meiner Meinung nach das schwierigste Thema ist. Also das sind eigentlich relativ leichte Sachen. Schwierige Themen haben wir jetzt hier dann eigentlich bisher noch nicht so ganz gemacht. Ja, vielleicht Kapitel 8, Schätzfunktion. Ja, das ist nicht so einfach. Also Konstruktion von Schätzfunktionen, das ist nicht so einfach. Okay, also könnte vielleicht Kapitel. Ja, ich würde es vielleicht sagen, Kapitel 8. Ja, also das heißt, nächste Woche seien Sie dabei. Ja, also am Mittwoch und am Donnerstag. Kapitel 8 machen wir da. Schätzfunktion. Okay. Das ist Konstruktion von Schätzfunktionen ist nicht so leicht. Okay. Ja, das sind ja Grundlagenveranstaltungen. Ich bitte Sie. Ja. Ich muss es können. Ich habe es aber verkackt heute, wie Sie sehen. Okay. Eine. Ja, komm mal schnell. Ui. Gut, meine Damen und Herren. Dann, ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Wir sind jetzt ein bisschen früher fertig geworden, aber ich wollte jetzt hier dann nicht alles hier quasi reinquetschen. Okay. Wie viel Zeit zwischen letzten Vorlesung und Klausur gibt? Nicht viel Zeit. Ja. Also die Klausurfrage fängt eigentlich direkt schon in der Woche an, also nach der Woche an, wo Sie jetzt hier dann die letzte Vorlesung haben. Haben Sie nicht viel, ja. Deswegen, also wie gesagt, fangen Sie dringend an zu lernen. Dringend. Sie werden die Zeit brauchen.
Ja, Sie merken ja gerade, ich mache immer was Neues. Ja. Okay. So. Relativ nicht viel, ja, doch. Also das ist schon viel, ja. Also hier fragt niemand, den zentralen Grenzwertsatz benutzen wir doch einfach immer nur, wenn n groß ist. In der Praxis ja. Na, also in der Praxis gilt ja die Approximation in Anführungszeichen nur, wenn die Anzahl n, na, also die Anzahl der Summanden jetzt hier dann aus der Summe besteht, vergleichsweise groß ist. Es ist die Frage, was heißt groß? Ne? Das liegt im Auge des Betrachters. Okay. Deswegen gelten ja diese Wahrscheinlichkeiten ja nur approximativ. In der Praxis, also die lautet jetzt hier in der Praxis, aber kann auch sein, dass man in den Tutorienaufgaben einfach nur mal, um es zu vergleichen, das jetzt hier dann auch für kleinere Werte dann benutzt. Ja? Also da sollen Sie jetzt einfach nur das dann üben. Okay. Haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Sieht nicht so aus. Dann sehen wir uns dann wieder Mittwoch, pünktlich um 12 Uhr. Heute hat der Stream eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, wahrscheinlich, weil das Internet ja tot ist. Also es keiner benutzt. Was mich ja hier freut irgendwie. Also ich habe jetzt hier keine Meldung bekommen. Weiß nicht, ob das jetzt hier dann bei Ihnen auch reibungslos war. Ich hoffe zumindest. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und dann sehen wir uns dann wieder am Mittwoch, meine Damen und Herren. Ja? Und dann genießen Sie noch den Sonntag oder was Sie noch davon haben. Ja? Okay. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.